Gestern läuft im niederländischen Radiosender Limburg 1 eine Diskussionsrunde. Es geht um Flüchtlinge. Auch die WDR-Journalistin Claudia Zimmermann ist dabei. Die freie Mitarbeiterin sagt im Radio, der WDR sei angewiesen, pro Regierung zu berichten und weiter. Ja, wir sehen natürlich, wir sind publiker Umruf. Das bedeutet, dass wir in aller Fall wir sind öffentlich-rechtlicher Rundfunk und darum angehalten, das Problem in einer mehr positiven Art anzugehen. Das beginnt mit der Willkommenskultur von Merkel bis zu dem Augenblick, als die Stimmung kippte und es mehr kritische Stimmen im Rundfunk und auch von der Politik gab. Das sorgt für viel Aufregung im Internet, unter anderem Berichten der Tagesspiegel, Focus Online, Spiegel Online. Inzwischen hat sich die Journalistin erneut zu Wort gemeldet. Sie sagt: Ich habe an dieser Stelle Unsinn geredet. Unter dem Druck der Live-Situation in der Talkrunde habe ich totalen Quatsch verzapft. Mir ist das ungeheuer peinlich. Denn ich bin niemals als freie Journalistin aufgefordert worden, tendenziös zu berichten oder einen Bericht in eine bestimmte Richtung zuzuspitzen. Ich bin sehr froh, dass sich die freie Kollegin, die als Lokalreporterin in unserem Studio Aachen arbeitet, inzwischen komplett von dem Interview distanziert hat. Das entbehrte jeder Grundlage. Wir WDR-Journalisten betrachten es als unser höchstes Gut, dass wir frei und unabhängig berichten können. Und frei meint eben auch frei von politischer Einflussnahme. Das gilt für die gesamte Berichterstattung und selbstverständlich auch für das Flüchtlingsthema.